In diesem Video soll es darum gehen, dass man so einfärbige Grafiken vergrößert. Das Problem ist, dass man hier oft so unnötige Pixel bekommt. Als Beispiel nehme ich hier mal das Rechteck-Auswahlwerkzeug. Kopieren wir hier das Facebook-Logo mit Steuerung Copy. Gebe das Ganze auf eine neue Ebene, blende Hintergrund aus und füge das Ganze mit Steuerung V wieder ein. Wenn ich das Ganze jetzt vergrößere, also wieder mit dem Auswahlwerkzeug markiere und dann mit Steuerung T oder Bearbeiten frei transformieren wähle und das Ganze größer ziehe, dann sehe ich, dass ich hier beim Kreis und auch hier bei allen Rundungen durch eine Pixel sehe. Photoshop arbeitet hier schon ziemlich gut, das heißt, wenn ich jetzt die Transformation bestätige, wird das Ganze schon angepasst, damit das Ganze besser aussieht. Trotzdem sehe ich hier noch leichte Pixel. Um hier noch manuell zu arbeiten, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die wir uns in diesem Video anschauen werden. Beginnen wir mit der Vektorvariante. Dazu möchten wir eine Selektion des Icons machen. Da wir hier nur eine Farbe haben, würde sich sehr gut das Zauberstab-Werkzeug sich eignen. Wir brauchen einfach nur einmal in die Farbe klicken. Schon haben wir die Selektion. Diese soll jetzt umgewandelt werden in einen Pfad. Das heißt, ich mache einen Rechtsklick und kann Arbeitspfad erstellen wählen. Hier ist standardmäßig ein Pixel. Bei diesem Logo würde man mit 2 Pixel Toleranz ein besseres Ergebnis erfahren. Mit 0,5 wäre das schon wirklich zu kantig. Das heißt, ich wähle aus 0 Toleranz hier 2 Pixel und sehe schon, es wurden hier Pfade erstellt um dieses Symbol herum. Wir könnten das jetzt auch noch mit dem Zeichenstiftwerkzeug bearbeiten oder selbst zeichnen. Aber so haben wir schon den kompletten Pfad. Und bei den Ebenen hier rechts sehen wir auch die Pfade. Diesen können wir jetzt schön vergrößern, ohne dass wir Pixelprobleme bekommen. Dazu wähle ich wieder unter Bearbeiten, bei Transformieren oder Steuerung T. Kann das Ganze jetzt aufziehen. Wir sehen, es ist typisch für Vektorgrafiken, dass es keine Pixel gibt. Das wandle ich wieder, also bestätige mit OK. Jetzt kann ich hier bei dem Faden mit gedrückter Steuerungstaste das Ganze wieder in eine Selektion umwandeln und jetzt das Icon ausmalen. Dazu wähle ich zum Beispiel einfach den Pinsel, sage ich möchte mit schwarzer Farbe das Icon ausmalen, kann dann auf Auswahl umkehren gehen. Und hier mit weißer Farbe einfach den Hintergrund ausmalen und danach Auswahl aufheben. Schon habe ich das Icon vergrößert ohne den Pixel. Leider sieht man hier, dass bei dem Kreis, dass der doch nicht wirklich sehr rund geworden ist. Das heißt, um das perfekt zu machen, muss man die Pfade natürlich selbst zeichnen. Bei der zweiten Variante geht man davon aus, dass man diese überflüssigen Pixel schon hat und man diese entfernen will. Das heißt, wie zu Beginn des Videos vergrößere ich das Bild hier nochmal auf die normale Weise, indem ich es selektiere und mit Steuerung T vergrößere, hier bestätige. Mit Steuerung T kann ich auch die Selektierung aufheben. Und jetzt möchte ich schauen, dass hier diese ganzen Pixel verschwinden. Dazu zeichne ich das mit dem Gaußschen Weichzeichen zuerst weich, damit das alles verschwommen ist und nehme dann wirklich die ganzen weißen und schwarzen Elemente weg mit der Gradationskurve. Das heißt, wir wählen die Ebene aus, gehen auf Filter und Weichzeichnungsfilter Gaußscher Weichzeichner. Und hier können wir langsam das Ganze hochdrehen, bis wir einen Punkt sehen, wo wir sagen, okay, hier sieht man fast keine Pixel mehr. Wäre in diesem Fall rund bei 5 Pixel. Würde ich höher gehen, würden die Linien hier zwar glatter sein, aber auch zum Beispiel die ganzen Ecken würden rund werden. Deswegen nehme ich hier den Kompromiss von 5 Pixel und bestätige mit OK. Und jetzt möchten wir noch, dass das Ganze eben nicht verschwommen ist. Dazu gehen wir auf Bild, Korrekturen und nehmen die Gradationskurven. Und hier ziehen wir einfach den weißen und den schwarzen Balken so nah zusammen, wie es geht. Wir können hier uns zum Beispiel hier in der Mitte treffen. Wir sehen hier, die weißen Elemente schon weggenommen, sehen wir auch schwarz zur Mitte. Dann wurden die
die schwarzbraunen Verläufe weggenommen. Das ganze Bild sieht wieder scharf aus. Auch hier ist das Ergebnis trotzdem nicht perfekt. Das heißt, diese Linie ist etwas geschwungen. Das heißt, wir könnten beim Gaußschen Weichzeichnen hier natürlich den Radius erhöhen. Dann würden aber die Ecken hier auch runder werden. Hier muss man einen Kompromiss finden, den man sich einigen kann. Als Übung kannst du die weiteren Icons der verlinkten Datei bearbeiten und vergrößern. Kannst dabei ausprobieren, ob mit Pfaden oder mit dem Gaußschen Weichzeichner und welche Variante bei welchen Icons sinnvoll ist. Möchtest du ein Icon wirklich perfekt vergrößern, dann macht es Sinn, mit dem Zeichenstift-Werkzeug wirklich den genauen Pfad selbst nachzuzeichnen. Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.